So, wir haben gestern vier Quests noch angenommen, die wir hier bekommen haben. Knochenschinder getötet, Hochlandzerfleischer getötet, das sind die hier, Rex gerettet und in Honig eingeschlossene Landarbeiter gerettet. Was passiert hier? Die werden jetzt von Bienen angegriffen. Okay. Heißt ein bisschen Unterstützung für uns. Und die Biene kommt jetzt auch noch geil. Warum? Warum sind die ganzen Bienen hier? Schon, das war fast schon unfair. Weil wir ja auch immer nur gegen einen Gegner kämpfen müssen, weil die ganzen Bienen hier in der Gegend rumlaufen. Da ist schon wieder eine Biene, die wir nicht brauchen. Und in der Höhle ist wahrscheinlich der Knochenschinder und wahrscheinlich auch Rex. Ja, sag ich doch, das Eisenbad. Ach, hier sind solche kristallisierte Honig. Ja, aber was soll der jetzt? Eisenbart. Schon wieder einer mit über 200.000 Leben, das ist doch Kacke. Flüchtiger Hund. Och Leute, was soll denn das? Was soll denn das? Nein, das war nicht unfair. Was sollen wir jetzt eigentlich noch alles machen? Das sind Hochlandzerfleischer und das honiggieriger Zerfleischer. Okay. Ja, aber macht ja keinen Unterschied. Die heißen einfach nur anders. No. Nicht weglaufen. Aber hier drüben sind wenigstens keine Bienen. Landarbeiter gerettet. So, was haben wir hier drin? Nix. Sehr gut.
das wird wieder so eine Quest, such, bis du irgendwann mal Erfolg hast. Bin jetzt gerade am gucken. Hier sind drei Arbeiter, da müssen wir unbedingt hin. So, den zuerst. Ja. Ja, hier ist das Gute, der ist gerade beschäftigt. Da können wir einfach schön die befreien und können dann weiter. Jetzt kommt der wahrscheinlich. Und da ist noch einer. Heißt, wir haben jetzt alle dann. Und davon brauchen wir nur noch einen. So, die Quest können wir auch gleich abgeben, würde ich sagen. Ruhige See und eine frische Brise. Den einen hier killen wir jetzt noch. Dann haben wir die Quest nämlich auch weg. So, ja, die geben wir noch nicht ab. Was ist hier jetzt? Rex holen. Da drüben ist noch eine Höhle. Ja, gehen wir mal da rein. Boah, scheiße, wo kommen die denn auf einmal alle her? Zum Glück habe ich den Honig noch nicht weggemacht. Jetzt kriegen die erstmal alle schön Schaden. Ich muss Bubble anmachen. Hallo? Habt ihr sie noch all? Nochmal. Zack. Nee, das war nicht unfair. Die waren zu dritt plus dem flüchtigen Honig. Das war absolut fairer Kampf. Da versteckt sich einer hinten dran. Also die Quest ist kacke. Da drüben ist noch eine Höhle. Du schläfst mal schön weiter. Wieso schläfst du nicht weiter? Was ist hier jetzt? Mallory gefunden. Ach, hier drüben sind dann auch gleich die anderen Quests. Auch gut. Erstmal hier reingucken. Und du da drinnen, du schläfst gefällig weit. Oh, da ist ja noch einer. So. Ah, Gott sei Dank. Ja, war ja eine Qual jetzt. So. Und da drüben ist der letzte, der fehlt.
der Höhle? Ja, in der Höhle. Knochenschinder. Boah. Schön hier drüben halten. Kann ich das denn auch auf den machen dann? Ja, sehr schön. Und immer schön erneuern. Die machen nämlich gut Schaden, die Dinger. Sehr schön. Alle geschafft. Abgeben, abgeben, abgeben. Zurück ins Labor. Trefft euch mit Raimund Mildenhall in Raimunds Labor. Lasst euch nicht vom Klabautermann holen. Das hier drüben machen wir dann später bzw. morgen. Jetzt habe ich natürlich keinen Topf mehr mit Bienen. So, du kannst mich mal. Einmal querfeld ein. Alle, die mich verfolgen, sollen versuchen, mich vom Reittier zu holen. Ja. Ach, nicht mehr in die Höhle. Ich habe gedacht, ich muss jetzt in die Höhle runter. Da oben ist eine Biene. Scheiß Bienen da. Wir reiten mal ein Stück weiter. Ach, wir müssen jetzt in den komischen Keller schon wieder. Lass mich. So. Oh, Hundchen streicheln. Na, gefällt dir das? Jo. Und wir freuen uns. So, wir bekommen ein Schmuckstück. Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, eure Vielseitigkeit für 8 Sekunden um 262. Was haben wir dann noch? Meisterschaft und Tempo. Wir tauschen das gegen Petulas Medaillon aus. Immer schön auf Kurs bleiben. Petulas Medaillon. Das hier. Es liegt an uns, die Kunst. Ja. Ein kleiner Rückschlag. Hätte ich dich nicht gerettet, würdest du jetzt irgendwo mit einem riesen Stachel in der Brust rumliegen. So, wir machen einmal hier querfeld ein. Den Flugpunkt hier drüben haben wir ja geholt. Da fliegen wir zurück. Ich habe nämlich keine Lust, nochmal durch die ganzen Wendigos da zu reiten. Yetis. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Also dann müssen wir hier hin und müssen da, was müssen wir, 3 Leute finden und 8 Felskiefer-Saurolisken töten. Und ich will so eine Biene haben oder Hummel. Gut, wir machen dann morgen weiter.